Influencer warnen dich vor Blutzuckerspitzen. Was wir vermeiden wollen, ist diese Blutzuckerachterbahn. Also, dass der Blutzucker nach dem Essen zu hoch ist und das sei richtig schlecht und ungesund. Bedeutet, du sollst solche Spitzen vermeiden und das wäre ein echter Gamechanger für deine Gesundheit. Um mehr Energie im Alltag zu haben, dein Gewicht zu stabilisieren, besser zu schlafen oder auch weniger Heißhunger zu haben. Und das Beste ist ja, es soll sehr einfach sein. Einfach nur einen kleinen Sensor in den Arm und schon kann es losgehen. Aber funktioniert das überhaupt? Und wir haben die beliebtesten Glukosetricks, wie zum Beispiel Bewegung, Salat vor dem Essen oder Apfelessig trinken, wissenschaftlich geprüft und selbst ausprobiert. Das dürfen wir uns jetzt mal angucken. Let's go. Oh mein Gott, ich habe so Angst davor. Da ist die Nadel. Das ist mega groß, die Nadel. Genau, das habe ich auch gedacht. Das ist dein Arm. Oh mein Gott. Das hast du sofort drauf gemacht? Ich trau mich nicht. Hilfe! Ich habe mich 3 Tage lang nicht getraut, dieses Ding daran zu machen. Also Stelle desinfiziert, dran setzen und es hieß ein beherzter Ruck. Machst du es direkt? Ja, ist dran. Du Macher, aber ordentlich. Nee, ich habe das nicht selber gemacht. Die Annika hat das dann bei mir gemacht. Funktionieren die Glukosetricks? Für diese Folge haben nicht nur wir beide uns mit unseren Blutzuckerkurven beschäftigt, sondern auch die Autorin für diese Folge, Annika und Janina, einfach damit wir möglichst viele Experimente unterkriegen. Mit solchen Sensoren haben wir geschaut, was es mit den Behauptungen der Gesundheitsinfluencer so auf sich hat. Hier seht ihr mal eine Kurve mit den Blutzuckerwerten von uns über den ganzen Tag hinweg. Wir wollen eine recht stabile Blutzuckerkurve über den Tag haben. Was wir eben vermeiden wollen, ist eine Blutzuckerachterbahn. Dieses Rauf und Runter sind also solche Blutzuckerspitzen. Die treten nach dem Essen auf. Die Spitzen sollen aber ungesund sein, also stattdessen wäre es besser, wenn wir die Kurve abflachen. Denn dann wird versprochen, dass wir weniger Hunger haben, leistungsfähiger werden und uns besser fühlen. Da haben wir uns dann natürlich gedacht, das wollen wir auch. Und es gibt sogar ein paar ganz einfache Glukosetricks, mit denen man das auch schaffen soll. Das Tolle dabei ist, man kann einfach weiter essen, was man sonst auch isst. Man muss zum Beispiel nur vorher Gemüse oder Salat essen. And then after your veggie starter, eat whatever you usually eat. And the glucose spike of your meal is going to be much smaller than if you didn't have the veggie starter. Klingt super. Und das war auch schon der erste Trick, Gemüse vor dem Essen. Das habe ich für euch ausprobiert. Außerdem Trick Nummer 2, Bewegung nach dem Essen. Ich habe Trick Nummer 3 ausprobiert, salziges statt süßes Frühstück. Und Trick Nummer 4 haben sich unsere Autorin mal angeschaut, morgens verdünnten Apfelessig trinken. Ich muss ja sagen, ich bin immer ziemlich skeptisch bei so Influencer-Tipps, ob das dann wirklich klappt. Aber wenn einer der Tricks wirklich funktioniert, dann müsste der Blutzucker danach weniger nach oben ausschlagen. Ich kann ja mal den Anfang machen. Ich habe am ersten Tag sehr, sehr süß gefrühstückt. Also Brot und darauf eine gute Portion Schokoaufstrich und Saft. Also für mich wirklich sehr, sehr untypisch süß. Und das Ergebnis sah dann so aus. Also wir zeigen hier im Diagramm, wie sich mein Blutzucker innerhalb von 3 Stunden nach dem Essen verändert hat. Erstmal steigt die Kurve nach dem süßen Frühstück langsam an, logisch. Ich habe ja gerade Zucker und Kohlenhydrate gegessen und die kommen dann ins Blut, also der Blutzucker steigt. Aber nach einiger Zeit habe ich dann was bemerkt. Nach dem großen Anstieg habe ich jetzt irgendwie wie so ein kleines Loch gemerkt, konnte mich schwerer konzentrieren, habe jetzt mal in die App reingeschaut und siehe da, es ist rot. Hier sehen wir auch im Diagramm, dass der Blutzucker nach der Spitze ziemlich schnell und weit abgesackt ist, sogar weit unter meinen Ausgangswert am Morgen. Aber wie kommt das? Wir können jetzt hier mal schematisch zeigen, wenn der Blutzucker steigt, dann schüttet unser Körper Insulin aus. Und dadurch kann der Zucker vom Blut in unsere Zellen gelangen und dementsprechend sinkt auch der Blutzucker. Bei Mahlzeiten, die hauptsächlich aus Zucker und Weißmehl bestehen, so wie mein Frühstück, kann es passieren, dass der Zucker schneller aus dem Blut verschwindet als das Insulin. Und dadurch sackt der Blutzucker kurzzeitig unter unseren Ausgangswert, bis der Körper gegensteuert. Und dann am nächsten Tag kommt natürlich der Trick, mit dem will ich ja jetzt die Zuckerspitze vermeiden. Und dazu probiere ich jetzt ein salziges Frühstück. Ich esse also ungefähr die gleiche Menge an Kohlenhydraten, aber ich verzichte auf Saft und den Aufstrich und damit eben auf diese einfachen Zucker. Und wir sehen, die Kohlenhydrate aus dem Frühstück, also aus dem Brot, das sind lange Ketten aus Zuckermolekülen und das muss erst verdaut werden. Und die Zuckermoleküle werden deshalb langsamer aufgenommen. Das Ergebnis, der Blutzucker steigt erst später an. Er steigt nicht so hoch und unter meinen Ausgangswert komme ich dann gar nicht erst. Also dieser Trick hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Wie sah es bei dir aus?
Ich war tatsächlich auch erstmal sehr skeptisch, ob solche einfachen Tricks wirklich einen großen Effekt haben. Bei meinem Experiment ging es darum, ob etwas Gemüse vor dem Essen und ein paar Schritte danach auch meinen Blutzuckerspiegel senken können. Bei mir gab es ein Mozzarella-Brötchen. Hier erstmal ohne Tricks. Und obwohl ich gar kein süßes Frühstück mit Zucker hatte, geht mein Blutzucker schon mal weiter nach oben als der von Matthias. Warum das so ist, ja, das wüsste ich auch gerne, aber eine seriöse Antwort gibt es darauf nicht. Das ist auch die erste wichtige Erkenntnis. Blutzuckerkurven sind ultra individuell und hängen von ganz vielen Dingen ab. Es kann sogar schon einen Unterschied machen, ob du eine Kartoffel heiß oder kalt isst. Und jeder Körper funktioniert eben etwas anders. Also alles bestens, das ist völlig normal. Am nächsten Tag habe ich dann die Tricks ausprobiert. Mein Frühstück, Gürkchen und ein Tomate-Mozzarella-Brötchen mit Basilikum und ein Käffchen gleich noch dazu. Und ich muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht, weil ich irgendwie dachte, ich fühle mich wie sonst auch, gar kein Unterschied. Aber wenn wir ins Diagramm schauen, sehen wir, es hat doch was gebracht. Die Tricks haben funktioniert. Mit Gemüse vor dem Essen und etwas Bewegung danach ist die Kurve nicht so extrem auf und ab gegangen. Woran liegt das genau? Bewegen wir uns, verbrauchen unsere Muskeln Zucker, um Energie zu gewinnen. Gleichzeitig sprechen unsere Muskeln durch Bewegung auch besser auf das Insulin an und es kommt mehr Zucker aus dem Blut in die Muskelzellen. Deshalb funktioniert der Bewegungstrick auch. Beim Gemüse als Vorspeise ist es aus wissenschaftlicher Sicht so eine Sache. Ballaststoffe aus Gemüse verlangsamen den Anstieg des Blutzuckerspiegels, das stimmt. Aber das Gute ist, du musst das Gemüse dafür nicht als erstes essen. Dann bleibt noch der aktuelle Hype, nämlich Apfelessig. Angeblich soll der auch den Blutzuckerspiegel nach dem Essen senken. Und unsere Autorin Janina hat es mal ausprobiert. Aber die Kurven waren jedes Mal ungefähr identisch. Aber natürlich war das noch keine umfangreiche Testung. Es gibt eine wissenschaftliche Meta-Analyse von 2021, aber auch da sieht es so aus, dass der Apfelessig-Trick bei gesunden Menschen den Blutzucker nicht langfristig senken kann. Also bis hierher können wir trotzdem schon mal festhalten, da ist wirklich was dran, dass manche der Tricks den Blutzucker regulieren und auch die Kurve weniger ausschlagen lassen. Überrascht euch das irgendwie? Habt ihr das erwartet? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Aber Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Das war ja noch nicht alles, weil versprochen wird ja noch viel mehr. Now, why is it important to reduce glucose spikes? Because most of us have glucose spikes on a daily basis and we don't even know it. But these spikes are creating symptoms. Fatigue, cravings for sugar and chocolate and cookies, not sleeping very well, inflammation, hormonal issues like PCOS or difficult menopause. Every glucose spike also inches us closer and closer to developing type 2 diabetes. Weniger Heißhunger, Gewichtsabnahme, bessere Laune, Schutz vor Diabetes, klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Bringen die Glukosetricks da wirklich was? Fangen wir mal mit dem medizinisch wichtigsten Versprechen an, nämlich Diabetes verhindern. Das wäre tatsächlich ein Jackpot. Und vielleicht denkst du jetzt, das wäre ein alte Leute-Problem, aber es ist nicht so. Mehr als jeder 10. Deutsche hat Diabetes und viele wissen es gar nicht. Und man kann es in jedem Alter bekommen. Eine Studie hat gezeigt, dass Diabetes sich normalerweise über Jahre hinweg anbahnt. Aber haben die Hacks jetzt dagegen überhaupt irgendeine Chance oder irgendeinen Effekt? Zumindest klingt es ja erstmal logisch. Bei Diabetes ist der Blutzucker zu hoch. Also halte ich ihn einfach niedriger und dann bin ich geschützt. Aber ist das so einfach? Und was bedeutet es für den Blutzuckerspiegel, Diabetes zu haben? Um das zu testen, aber bitte nicht alleine, sondern mit medizinischer Begleitung, musst du auf einen Schlag 75 Gramm reine Glucose trinken. Das ist gerade mal die Hälfte. Jetzt sind wir bei 75. So ein bisschen Wasser rein. Jetzt kann ich rühren. Das ist doch so ein richtig schöner Sommerdrink. Oder jetzt fehlt noch ein Stück. Ja, dann probier nochmal. Das ist einfach nur purer Zucker. Schmeckt nicht. Nicht zu empfehlen, willst du? Also wenn du das trinkst, sollte dein Blutzucker nach 2 Stunden wieder unter 140 Milligramm pro Deziliter sein. In den 2 Stunden musst du aber möglichst sitzen und dich nicht viel bewegen, um die Messung eben nicht zu verfälschen. Ist ja nach 2 Stunden über 140, aber unter 200 Milligramm pro Deziliter, spricht das für Prädiabetes. Und ab 200 aufwärts wäre es Diabetes. Aber fällt euch da etwas auf? Influencer zeichnen den grünen Bereich oft generell nur bis 140. Und das macht schon echt einen krassen Unterschied, was die Wirkung betrifft. Es vermittelt den Eindruck, der Blutzucker sollte am besten nie über 140 steigen. Aber die Grenze gilt zum einen für einen standardisierten medizinischen Test und zum anderen muss der Blutzucker erst nach 2 Stunden wieder unter 140 sein. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Mit Diabetes hat das also schon mal nicht so viel zu tun. Deswegen nennen Influencer das auch
anders. Sowas hier zählt als Glukosespitze. Und die sind angeblich schädlich. Aber da fragt man sich doch schon, ab wann zählt das denn jetzt als Glukosespitze? Mit dieser magischen Definition von Glukosespitzen haben wir uns ehrlich gesagt ziemlich lange beschäftigt, denn die Zahl wird zwar überall erwähnt, aber fast niemand sagt, wo die eigentlich herkommt und worin die begründet ist. Die Bestseller-Autorin Jessie Inchauspé, die mutmaßlich diesen Trend losgetreten hat, schreibt, eine gesunde Spitze nach dem Essen wäre ein Anstieg von plus 30. Und das kann dann sogar noch niedriger als 140 sein. Sie nennt in ihrem Buch als Quelle aber leider gerade mal eine einzige Studie. Und die haben wir natürlich gelesen. Und was uns dann überrascht hat, da steht leider rein gar nichts, aber wirklich gar nichts zu Glukosespitzen drin. Mit anderen Worten, das hat sie sich vermutlich selbst ausgedacht. Auch die Deutsche Diabetesgesellschaft hat uns gesagt, solche Spikes sind nicht wissenschaftlich definiert. Dazu gibt es einfach keine Daten. Okay, aber zurück zur Frage, schützen uns solche Glukosetricks vor Diabetes, wenn wir starke Schwankungen unseres Blutzuckers vermeiden? Kurz gesagt, das ist sehr fraglich. Was du dazu wissen musst, man hat nicht Diabetes, weil der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, sondern weil man Diabetes hat, ist der Blutzuckerspiegel zu hoch. Problematisch wird es nach Angaben der Deutschen Diabetesgesellschaft, wenn dein Blutzucker häufiger über 200 liegt. Dann solltest du zum Arzt oder zu deiner Ärztin gehen, denn nur die können feststellen, ob du Diabetes hast oder in einem Vorstadium bist. Weil dafür sollte auch das Insulin gemessen werden und das können unsere Sensoren eben nicht. Deswegen ergibt es medizinisch gesehen auch gar keinen Sinn, als gesunder Mensch Schlüsse aus unserem Blutzucker zu ziehen. Dass der Blutzucker solche Auf- und Abs macht, das gehört einfach zu einem gesunden Körper dazu. Die Tricks könnten Menschen mit Diabetes aber trotzdem helfen. Oder Menschen mit Risikofaktoren, wie zum Beispiel Übergewicht. Denn es wird ja auch immer wieder versprochen, mit dem Blutzucker könnten wir was gegen unseren Heißhunger machen. Aber wie sieht's damit aus? Können die Glukosetricks Heißhunger verhindern? Es ist so, dass dieser starke Abfall nach einer Blutzuckerspitze oft Heißhungerattacken auslösen kann. Und dann isst du möglicherweise mehr als nötig und das kann natürlich zu Übergewicht und damit auch zu Diabetes führen. Aber auch hier müssen wir eine kleine Einschränkung machen. Eine Studie mit über 1000 TeilnehmerInnen hat gezeigt, wie viel Hunger wir haben, wie viel wir das nächste Mal essen und auch wie viel wir innerhalb der nächsten 24 Stunden essen, hängt gar nicht so sehr von den Spitzen ab, sondern vielmehr von den Tälern nach einer Mahlzeit. Und die haben wir tendenziell eher nach zuckerreichen und unausgewogenen Mahlzeiten, eben genauso wie nach meinem süßen Frühstück. Es ist also nicht so, dass wir mit Tricks einfach alles essen können. And then after your veggie starter, eat whatever you usually eat. Und auch hier wird ein weiteres Problem dieses ganzen Konzepts deutlich. Es stimmt einfach nur manches. Und anderes ist auch leider nur halb wahr. So ist das auch mit der Antwort auf die Frage, ob wir mit dem Blutzuckerspiegel unseren Hunger beeinflussen können. Das ist ein Ja, aber. Ja, das geht, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn ob ich Hunger habe, hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel, wie voll der Magen ist oder welche Hormone zusätzlich zum Insulin ausgeschüttet werden. Aber auch wenn ich etwas total Leckeres rieche, kann das Hungergefühle auslösen. Alle diese Signale laufen dann im Gehirn zusammen. Das Gehirn ist ja die Steuerungszentrale für Hunger und Sättigung. Hunger kommt also nicht nur dann, wenn der Blutzuckerspiegel absinkt, sondern es ist ein kompliziertes Zusammenspiel von Hormonen, äußeren Einflüssen und dem Gehirn. Aber mal ehrlich, Essen ist ja mehr als nur den Körper mit Energie versorgen. Da spielt Genuss eine Rolle. Das gemeinsame Essen als soziales Ritual, Wohlfühlen. Und genau damit kommen wir zum nächsten Claim. Sind wir mit den Glukosetricks fitter und besser gelaunt? Blutzuckerspitzen vermeiden und dadurch energiegeladen durch den Tag kommen. Das klingt doch erstmal ziemlich genial. Mach dir das zur Gewohnheit und du wirst wirklich merken, dass du mehr Energie im Alltag hast. Es ist tatsächlich so, dass eine sogenannte Hyperglykämie, also ein hoher Blutzucker, für unser Nervensystem nicht wirklich gut ist. In einer Studie haben Menschen in einem solchen Zustand kognitiv schlechter abgeschnitten. Sie waren etwas langsamer beim Lösen von Aufgaben, weniger wachsam und auch weniger gut gelaunt. Aber der Blutzucker der Probanden war dabei wirklich extrem hoch. Im Schnitt bei 300. Im Labor kann man sowas mit einer Infusion stundenlang konstant halten, aber das ist super weit weg von dem, was wir da bei uns in den letzten Tagen gemessen haben. Also es ist völlig absurd, das auf Gesunde zu übertragen oder unseren Alltag. Das ist ein gutes Beispiel für ein zentrales Problem mit den Versprechen über einen gleichmäßigen Blutzucker.
Viele Studien, auf die sich Influencer berufen, entsprechen nicht unserem Alltag oder die wurden an Menschen mit Diabetes durchgeführt. Aber wir wissen, dass diese Menschen eben nicht mit anderen ohne diese Erkrankungen zu vergleichen sind. Deshalb wollen wir hier in diesem Video uns nicht auf diese Studien mit Diabetikern berufen. Und dann wird die Studienlage leider echt dünn. Also tatsächlich so dünn, dass wir keine Studie mehr gefunden haben, die den Einfluss des Blutzuckers in einem normalen Bereich auf die geistige Leistungsfähigkeit oder die Laune untersucht hat. Das Einzige, was wir sicher dazu sagen können, in der normalen Spanne zwischen 70 und 250 spüren wir Unterschiede im Blutzucker eher nicht. Und das ist auch das, was wir so erlebt haben. Aber unterhalb dieser Spanne sieht es schon wieder anders aus. Tatsächlich ist es so, dass unser Körper sich bei einem Unterzucker, also bei unter 70, langsam anfängt zu melden. So wie bei dem süßen Frühstück. Und das kann unangenehm sein und auch mit einem Leistungseinbruch einhergehen. Weil klar, ohne Blutzucker laufen unsere Muskeln nicht und unser Gehirn erst recht nicht. Also energiegeladen und gleichzeitig Unterzucker läuft nicht. Aber so ein Unterzucker hat nicht zwingend etwas mit Blutzuckerspitzen zu tun. Man kann auch Blutzuckerspitzen über 200 haben und trotzdem keinen Unterzucker danach. Nämlich zum Beispiel dann, wenn die Mahlzeit ausgewogen war, also auch Ballaststoffe, Proteine und Fett drin waren. Und außerdem sind die Blutzuckerkurven bei jedem etwas anders. Und übrigens, das berühmte Vormittagstief oder das Foodkoma nach dem Mittagessen hat auch andere Gründe. Um eine Mahlzeit zu verdauen, braucht euer Körper Energie und um die Nährstoffe transportieren zu können, verlagert sich unser Blutfluss stärker zu unseren Bauchorganen. Und das kann müde machen, vollkommen unabhängig von eurem Blutzucker. Also mein Fazit zu den Glukosetricks ist, dass ich diesen Sensor einfach nicht brauche. Ich habe alle paar Minuten drauf geguckt. Ich wurde echt irgendwann völlig verrückt, weil ich die ganze Zeit diese Werte wissen wollte. Und obendrauf habe ich noch so einen richtig fetten blauen Fleck davon. Also brauche ich nicht. Diese ständige Draufschauen, wie du es erwähnt hast, ne, da haben uns Experten ja auch gesagt, diese ständige Kontrolle, was wir essen und dass wir danach wissen wollen, was mit uns passiert, das kann zwanghaft werden. Und Leuten wie uns wird deshalb auch sowas generell gar nicht empfohlen. Also, es gibt keinen wirklichen Grund, dass du deinen Blutzuckerspiegel irgendwie optimieren müsstest. Es sei denn, es ist gesundheitlich notwendig, ansonsten macht dein Körper das ganz von alleine. Also, dass der Blutzuckerspiegel schwankt, ist ganz normal. Und jetzt versuch's vielleicht lieber mal mit weniger Zucker. Das ist wirklich ein Gamechanger, ohne dass du Blutzucker messen musst. Was alles passiert, wenn du es wirklich längere Zeit schaffst, auf Zucker zu verzichten, das erfährst du hier. Bleib gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.